Gut, also ein letzter Versuch, der auch wieder für die Schüler einen ganz schönen Effekt macht und wieder die Beweglichkeit in einem Metall zeigt. Der funktioniert eigentlich ganz ähnlich. Wir nehmen uns diesmal ein bisschen größeren Isolator und auch wieder ein Metallteil. Ich habe hier diese Alu-Grillschale dazu benutzt. Die stelle ich also hier drauf, damit sie sich nicht von selbst entlädt, und nehme wieder meine Schallplatte. Ich lade sie also wieder und habe wieder dieselbe Idee. Ich drücke jetzt also mit der negativen Ladung auf der Platte. Alle negativen Ladungen oder so viele wie möglich auf diese Seite und versuche sie jetzt mir an die Außenwelt sozusagen abzuholen. Und das mache ich mit meinem Finger. Ja, und dann habe ich einen ganz kleinen Funken, der da fliegt. Man spürt ihn ganz leicht, ist aber nicht schlimm. Wenn ich jetzt diese Platte wegnehme, dann habe ich ja gerade Elektronen an die Welt verteilt sozusagen. Ich habe sie also weggenommen. Wenn ich die Platte wegnehme, fehlen darauf jetzt Elektronen. Damit sie wieder neutral wird, und das ist das Schöne an dem Versuch, dass ich jetzt Neutralität auch zeigen kann als Grundzustand, kann ich meinen Finger wieder in die Nähe bringen und die Schale wird sich von mir Elektronen wieder zurückholen, was ich wieder als kleinen Schlag spüre. Genau, und da haben wir ihn wieder. Man hat ja jetzt mit dem Finger immer das Gefühl, man bekommt einen elektrischen Schlag, sprich die Ladung springt auf mich. Das kann aber nicht sein, dass immer mehr Ladung von der Schale springt. Deswegen kann ich mit meiner Glimmlampe wieder schön zeigen, dass ich mir erst die negative Ladung abhole und sie dann wieder zurückgebe. Ich lade also wieder meine Platte auf, hole mir ein bisschen negative Ladung ab. Ganz klares Leuchten auf der Schalenseite. Nehme die Platte weg. Und habe wieder ein Leuchten auf der anderen Seite. Ich gebe also wirklich die Ladung zurück. Schön ist, diese Platte ist nach wie vor geladen. Ich kann das also so oft, wie ich will, wiederholen. Platte drauf, negative Ladung abholen, Platte weg und die Ladung wieder zurückgeben. Abholen, zurückgeben, abholen, zurückgeben, abholen. Zurückgeben. Abholen. Zurückgeben. Abholen. Zurückgeben. Abholen. Zurückgeben. Abholen. Zurückgeben. Abholen. Zurückgeben. Also ihr seht, nicht nur behauptet, es geht wirklich. Abholen. Zurückgeben, abholen, zurückgeben, abholen, zurückgeben.